Hallo liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und wir geben dem Team hier echt nochmal eine Chance mit dem Teuros, Mewtwo, Hauzenberg und Despotar. Gehen wir auch gleich rein, ohne zu babbeln. Es ist derselbe Tag, wir sind noch bei derselben Punktzahl. Ja, mal sehen, ich gebe dem Team noch eine Chance in den zwei Sets jetzt. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Also ich komme mit dem Team nicht so gut klar, glaube ich. Leider war Kyogre letztes Mal in der Führung, was ultra nervig ist. Aber naja, was soll man machen, ne? Aber das Positive ist, wir sind gar nicht so tief gefallen von den Punkten her. Das geht eigentlich. Das ist noch vertretbar. Wir sind immer noch relativ hoch. Und es ist, glaube ich, noch keine Legende geworden. Also Legend wurde, glaube ich, noch nicht erreicht. Expert wurde erreicht. Aber ja. Wir gehen nochmal hier raus. Findet er gerade keinen. Warum auch immer. Und ich muss mich wieder mal höher hinsetzen, dass man mich besser sieht. Ich gucke mal nebenbei kurz hier ins Leaderboard. Oder auch nicht. Dann nicht. Dann mache ich das später. Anchovy. Okay, das ist schon mal eine passable Führung. Ja, da kann ich hier reingehen. Da kann ich hier reingehen. Mal gucken, wie viel Einspuckball macht. Okay. Okay, dann setzen wir hier ein. Er ist weg, das ist gut. Ich habe noch Mewtwo zur Not. Was Schönes. Ja, leider kann er runterfahren. Oh naja, wir gehen hier rein. Schön definitiv. Ja, natürlich hast du das Dreckvieh. Ah. Nimmst leider schon Schäden. Ich glaube, jetzt kann er eigentlich auch einfach hier Dings. Ich hoffe, den Stuff überstehe ich noch. Nee, den überstehe ich nicht mehr. Er braucht nur Schilden. Ach, warum hast du so einen blöden Kai? Das ist doch doof. Oh, das mag ich gar nicht. Die blöde Steinkante überlebt er doch. Oh, ich hätte den Eisenschädel einfach durchlassen sollen, ne? Ja. Ich hätte diesen blöden Eisenschädel einfach durchlassen sollen. Also nein, Despotar finde ich überhaupt nicht gut. Warum spielt man Despotar? Das hält nichts aus, ja, es macht Schaden, aber es wird davon alles eh geschildert und es braucht ewig zu den Attacken. Ich finde Despotar überhaupt nicht gut. Nee, nee, gefällt mir nicht. Bin ich ganz ehrlich. Klasse. Na, es hätte fast gegen Giratina verloren. Wenn ich nicht Wirbler eingesetzt hätte, dann hätte ich gegen Giratina verloren mit zwei Spukbällen, obwohl das resistet ist. Ja, ich weiß, ich bin Krypto, aber trotzdem ist das echt ein bisschen Banane. Kit 1412i. Oh, das weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll. Also ich finde das auf jeden Fall nervig.
Du frisst trotzdem erstmal eine Steinkante. Ja, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich sehr gut, würde ich mal behaupten. Schön mal. Kraftkoloss kommt. Und schnell rüber snipen. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Ja, Rihorn, ja. Ich hoffe, ich schaffe noch einen Wirbler. Rihornia natürlich ultra nervig. Oh, bitte, bitte musst du schilden oder... Nein, er kann runterfahren, ne? Oh, er setzt ein. Das ist perfekt. Das ist perfekt. So, mal sehen, ob du Breitseite hast. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum man das noch mit Breitseite spielt. Weil hier müsste ich eine Breitseite noch überleben. Beziehungsweise komme ich noch zur Attacke, das ist gut. Aber ich hoffe, ich kann mir den Kraftkoloss aufheben. Schnell rüber. Ah, überlebe ich den? Spukball muss ich raushauen. Sterni? Tut weh, ja. Na, ich habe Spukball, der tut noch doller weh. Und ich habe einen Kraftkoloss ready, das ist sehr gut. Ah, ich weiß nicht, ob ich runterfahren kann, ne? Och, komm. Oh, hätte ich einfach Kraftkoloss nochmal eingesetzt. Ach, komm. Ach, komm. Als ob er das noch überlebt. Diese paar Millimeter, ja, okay. Aber warum ist er nicht mit Metagross mit Despotar reingekommen? Wie heißt das? Metagross. Weil Metagross ist mit den Stahlattacken echt gut. Naja. Hätte ich jetzt eben Kraftkoloss eingesetzt, hätte ich das gewonnen. Aber naja. So, mal sehen, ob der Gegner hier rauswechselt. Ach komm, als ob. Als ob er genau abfängt, ne? Zwei, drei. Ich schilde einmal. Okay, jetzt spuck mal, okay. Dann kann ich runterfahren. Natürlich trotzdem nervig. Das abgefangen. Hier setze ich sofort instant ein. Wirbler wird schon gut Schaden machen. Okay, da hätte ich lieber Steinkante gemacht. Never mind. Das Gute ist, wir kriegen nochmal eine Attacke raus. Aber natürlich muss lieber Kai hinten sein. So.
Ah, er lädt auf zwei Attacken auf, ne? Das ist nervig. Und ich komme, ja, ich hätte auf, ah, ich komme nicht mehr zur Attacke, ne? Nein. Das ist doof, das ist sau doof. Weil er jetzt eh zwei Eisenschädel hat. Ich könnte es nur gewinnen, wenn ich vorher den Spukler erreiche. Wenn es Eisenschädel ist, überlebe ich das. Dann müsste ich nur zu zwei Psychostößen kommen, ne? Ja, das ist machbar. Hoffe ich. Ich hoffe, der reicht. Ich hoffe, der reicht. Doch, der müsste reichen. Nein, der reicht nicht. Okay, er hat eh eine Attacke. Okay. Ja, okay. Nee, das Team ist überhaupt nicht gut. Nein, n-n. Das Team kann ich definitiv nicht empfehlen. Ja, negativ ist halt so. Wir kämpfen uns wieder hoch irgendwann. Ist noch Anfang der Season, also von daher. Wir haben immer noch eine Woche Meisterliga. Aber da werde ich mir was anderes ausdenken. Demeteros ist eigentlich gar nicht schlecht in der Führung. Aber ja. Despota ist echt nicht gut. Okay, das ist gar nicht mal schlecht. Weil Despotar hat gegen dich keinen Bock zu kämpfen. So, mal sehen, hast du Knuddler? So, ich gehe auf Kraftgeloss. Also. Ja, bla bla, Stromschuss. So. Ach, ich gehe gleich in Mute, oder? Okay, ich hätte in Despotar gehen können. Ah, da war Despotar jetzt besser gewesen. Ah, vielleicht hat er ja noch ein Ho-Oh. Wer weiß. Ich werde trotzdem chillen. Ich werde trotzdem chillen. Bitte kein Himmelsfegerköder. Danke. Ah, ich sehe schon die nächste Liga-Lage voraus. Okay. Okay, Dialga, okay. Das ist natürlich ärgerlich. Gehen hier mal auf Spukball. Bitte setz ein, bitte setz ein, bitte setz ein. Der Gegner setzt auch nicht ein. Ich hoffe, er hat meine Energie nicht. Okay, er kann runterfahren. Never mind, never mind. Hier reicht jetzt ein Eisenschädel. Und Despotar bringt wieder mal nichts. Ah, ich hätte gegen Lugia mit Despotar reingemusst. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Ich hätte es dann gewonnen. Aber ja, also bisher Despotar derbe Enttäuschung. Leider eine richtig Enttäuschung. Aber ich glaube, ich kann damit auch nicht umgehen. Schätze ich mal.
Oh, nächster Kampf. Concentration. Concentration. Shades-Show. Oh, und Debiteros gegen Debiteros. Das ist interessant. Ja. Schön für dich. Ich mache auch eine Steinkante. Gehe jetzt im YouTube. Und wir locken zumindest das Dialga raus, was ziemlich gut ist. Und eigentlich sollte man eigentlich Fokusstoß trotzdem respektieren. Aber keiner respektiert mehr Fokusstoß. Ich muss dringend mein Dingenskirchen. Ja, gleich wird er einsetzen. Richtig. Aber ist das? Ich schilde. Der schildert jetzt auch, oder? Okay, das ist gut. Das ist jetzt Kacke. Das ist wieder Kacke. Das werde ich verlieren. Weil ich schilde jetzt. Oder gewinnt die Gleichstand? Ich glaub's nicht. Ja, keine Chance. Okay, ich habe überlebt. Ja, okay, ja. Keine Chance. Keine Chance. Ich würde den Wirbler noch raus. Wow, ich gehe den Wirbler noch raus. Der wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Oder? Krypto-Wirbler, wie viel macht der? Okay, doch, der reicht. Ja, aber was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Despotar, einfach Enttäuschung des Jahrhunderts. 0 zu 5, das tut richtig weh. Auf 2 zu 4, 401. Ne, da muss ein neues Team her. Aber hey, dafür dürften die Wartezeit nicht mehr so lange dauern. Hoffe ich doch. Wir gehen ins zweite Set rein. Vielleicht läuft das ein bisschen besser. Ich glaube zwar nicht. Ah, den Einkampf hätten wir aber gewinnen können. Da hätten wir mit Despotar gegen Lugia kämpfen können. Oh, hier Despotar. Hier jetzt Despotar. Steinkante muss er respektieren. Macht er noch einen? Über. Oh, und wir haben eine Sofortattacke rausgekriegt. Das ist gut. Und er muss sofort rüber. Ja, das ist mir relativ egal. Ja, das ist sehr gut. Oh, ich bin zu früh rein, ne? Ich bin zu früh rein, definitiv. Aber... Ah.
So. Ich bin zwar schon bei 100 Energie, ne? Ah. Ja, okay, das ist jetzt sowieso verloren. Mit hier Giratina noch ist das verloren. Ja, Steinkante macht viel zu wenig. Okay, was. Ja, da kann ich auch nicht viel machen. Mein letztes Mewtwo. Und Sturzflug haut mich auch fast aus dem Leben. Da kann ich nicht viel machen. Na, schade. Schade, schade, schade. Ja, das Team ist nicht gut. Das Team hier ist überhaupt nicht gut. Trotz, dass ich am Anfang ein Schild gezogen habe. Ja, bei Ho-Oh ist immer Dialga und Despot hat null Chance gegen Dialga. Null. Null, 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 null. Gerade wenn ich ein Läuterfeuer abgefangen habe und fast schon wegen Läuterfeuer kaputt bin. Nee, Despot bin ich überhaupt nicht von begeistert. Naja, mal gucken. Ob Despotar vielleicht im einen Kampf mal glänzen kann. Auch gegen Rihorio hat Despotar null Chance. Ich schilde nicht. Mal gucken, ob der Gegner Surfer hat. Breitseite ist gar nicht mehr gut. Cool, dann kann ich in YouTube gehen. Hier war nämlich ein Schild obvious. Wir haben immer noch eine Attacke auf Demeteros. Das ist in Ordnung. Nee, ich will nicht. Okay. Ja gut. Mir egal. Das war quatschig vom Gegner. Ich gehe jetzt hier rein. Eins, zwei. Breitseite mir egal. Ich gehe hier rüber. Okay. Okay, ja, ist ja gut. Psychobeißer sollte ich überleben und dann sollte ich runterfahren können. So, ich will nicht viel Schaden fressen. So, jetzt mit Despotar rein. Ich hoffe, du schaffst keinen Eisenschädel. Ach komm, das wird ein Psychobeißer sein. Ja, man muss ja abschwächen. Man muss ja abschwächen. Ja, und deswegen verliere ich. Ach, das ist doch voll räudig. Das ist doch echt räudig. Ja, ich hätte zweimal Kraftkoloss machen sollen.
Ich hätte einfach zweimal Kraftkolas machen sollen. Ja, zweite Niederlage. Ah, das hätte ich auch gewinnen können. Einfach zweimal Kraftkoloss gegen Solga Leo. Ja, das Butter ist schlecht, muss ich sagen. Klar, ich hätte den Psychobeißer schilden können, aber der hat ja übelst kaum Schaden gemacht. Oh, hallo Andy. Grüße gehen raus. Schön, dass wir wieder kämpfen und du wieder im Video bist. So. Na, hast du gut getimt. Hier lasse ich ihn auf jeden Fall als erstes einsetzen. Ich habe gute Attacken drüben übrig. Leider spielt zu Knüller, schade. Ich hoffe, ich erreiche nochmal den Psychostoß gleich, bevor er eine Attacke hat. Das wäre sehr nice. Das ist gut. Ja, dann würde ich wahrscheinlich Mewtwo sogar drauf gehen lassen. Okay. Komme ich zum. Sp Oh, okay. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist ultra gut. Ja, hier wollen wir schön. Rüber. So, Kraftkoloss kommt. Nächster Kraftkoloss kommt. Sollte trotzdem sehr, sehr guten Schaden machen. Hoffe ich doch. Okay, du überlebst das. Okay, er hat aufgegeben. Okay, perfekt. Okay, wenigstens ein Sieg in dem Set. Und Despotar war auch mal zu gebrauchen. Das ist auch mal schön, wenn Despotar echt mal zum Gebrauchen ist. Ich antworte ihm mal. GG. Und mein Freund. Oh, ich muss rein. Ich muss in den Kampf erstmal. Ach komm. Igitt. Igitt. Dann gibt es hier einen netten Kraftkoloss. Den er wenigstens durchlässt, das ist schön. Surfer lasse ich erstmal durch. Und die Jäger natürlich. Och, danke, dass du leckst. Danke für den unnötigen Leck hier. Und der schildert auch nicht, ne? Ach, ist das dumm. Ja, einfach unnötig. Ich heb mir noch Demeteros auf. Ich verliere es eh. Weil was soll ich da machen? Er hat wahrscheinlich eh zwei Eisenschädel. Oh, doch nicht, okay. Komm mit Kai rein, bitte.
Okay. Natürlich ein Togekiss hinten. Natürlich, Despotar ist Müll. Despotar ist rein Müll. Okay. Ja, okay, es bringt aber nichts. Ach komm. Ja, komm. Ekelhaft. Ekelhaft. Nein, ich brauche ein neues Team. Definitiv brauche ich ein neues Team. Also so definitiv kann man gar nicht sein. So, Sanjudio. Mal gucken. Okay, das geht Tatsache. Gehe ich hier auf Kraftkoloss auf jeden Fall und gehe dann in Despotar. Despotar brauche ich eh nicht. Und werde ich auch nicht chillen. Okay, da brauchst du Kraftkoloss gegen. Und Wirbler sollte auch gut Schaden machen. Das geht eigentlich wiederum. Okay, er schildert sogar, das ist perfekt. Soll ich auch einmal schilden? Nö, ne? Da gehe ich lieber hier rein. Werde die Steinkante hier wegtanken. Kraftkoloss überlebe ich auch. Oh, das. Alter, wie schnell hat der Steinkante? Ja, okay, er snipet mich in Ho-Oh. Nee, das Team ist so crap, ne? Sogar mit einem Krypto-Viech. Sogar mit einem Krypto-Ho-Oh. Ja. Natürlich hätte ich Despotar hier am Ende wieder gebraucht. Aber ja, was soll ich machen? Keine Chance. Keine Chance. Ein, zwei. Natürlich Angriffssenkung. Natürlich. Kraftkoloss wird niemals reichen. Ach komm. Ach komm. Hätte ich Despotar noch behalten, dann hätte ich das gewonnen. Ach, ist das ärgerlich. Ist so dumm ärgerlich einfach. Naja, für die Folge soll es mal wieder gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.